Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time mit mir. Heute möchte ich mit euch die Bliss-Box vom Monat Juni unboxen. Und wenn euch das interessiert, dann wie immer schnappt den Kaffee, Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Ich habe ja die Bliss-Box, ich glaube, 6 Monate pausiert, weil ich tatsächlich nicht mehr zufrieden war. Ich hatte das Gefühl, es werden nur noch so Probegrößen reingeschmissen, lieblos, und ja, irgendwie hat es mir nicht mehr getaugt. Hier handelt es sich um eine französische Abo-Box, 16,90 Euro, da bist du dabei, inklusive Porto. Und sie versprechen, jetzt muss ich gerade schauen, in diesem Monat sogar 137 Euro wert mit 5 Produkten und ich glaube noch einem Zusatzprodukt. Ich meine, ich habe auch gesehen, dass du unterschiedliche Verpackungen haben könntest, bin mir da jetzt aber nicht sicher. Es gibt einige Videos, da schaut es einfach da auch mal vorbei, zum Beispiel auch bei der lieben Honey, die hat die auch geunboxed, ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich muss sagen, ich habe die Unverpackung sozusagen gesehen und haben wir gedacht, oh mein Gott. Mal, ist das nicht schön? Ich finde das so niedlich und im Sommer haben ja viele Geburtstag. Das heißt, dieser Karton kommt auf jeden Fall mal als ein kleines Geschenk. Hat zwar ein bisschen von der Form was von so einem, ja, wenn du auf den Friedhof gehst, so eine Kachel, aber ich finde es optisch sehr schön, ein zartes Rosa, und ich finde das sehr süß gemacht und deswegen freue ich mich tatsächlich, dass ich jetzt wieder am Start bin. Ich meine, dass ich tatsächlich schon gerne die Mai-Box hätte haben wollen, aber irgendwie hat das dann zeitlich nicht mehr so passt. Ich glaube, die haben es mir dann Anfang Juni bestätigt, und jetzt brauche ich den Mai auch nicht mehr. Deswegen freue ich mich tatsächlich auf diese Box in diesem Monat. Jetzt öffne ich es mal. Ach übrigens, wenn du neu bei mir bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Wir sind kurz vor 2000. Ich bin schon richtig gespannt. Dann gibt es natürlich wieder eine große Verlosung und da wünsche ich euch, wie gesagt, viel Glück, wenn ihr denn mitmacht. Sie haben einen kleinen Flyer. Schauen wir mal, ob da was drin steht. Okay, da steht auch was drin. Und wir haben einen QR-Code und das Thema ist I can buy myself flowers. Also das heißt, ich kann mir meine Blumen selber kaufen. Das hat doch, glaube ich, Miley Cyrus hat das gesungen. Finde ich auf jeden Fall irgendwie sehr süß gemacht. Auf jeden Fall haben sie hier nochmal zu einem Produkt, was hier wohl drin ist, was geschrieben. Okay, aber dann wird mir ja gleich gespoilert, deswegen sage ich es euch nicht. Der erste Blick. Da. Ich sehe schon was, was mir richtig gut gefällt. Und das zeige ich euch auch als allererstes. Und zwar haben wir hier einen Ring. Okay. Ich schreibe euch die Firmennamen einfach unten mal hin, dann brauche ich euch das. Wupsi heißt das, glaube ich. Wupsi Daisy Frankreich. Also das ist ein Modeschmuckring. Das Schöne hierbei ist, du kannst den wahrscheinlich biegen und kannst dann halt, wenn du etwas schmälere Finger hast oder etwas dickere Finger, dann kannst du das drehen und drücken, wie du magst und brauchst. Das wird mir in eine Verlosung für euch gehen. Ich habe meine Ringe, die ich immer habe, eigentlich immer um. Ansonsten tue ich vom Piolet einfach mal ein paar Sachen an. Ansonsten trage ich eigentlich keinen Modeschmuck, aber für so eine Abo-Box finde ich das sehr schön. Dann haben wir als nächstes, okay, dann hätten wir 2 verschiedene haben können. Wenn ich das, oder es gibt 2 verschiedene, zeige ich das mal, da ein blaues und ein oranges. Und ich habe das Orange, ein Vitaminserum, okay, mit Vitamin C. Okay, die Firma heißt Endro, das wird wahrscheinlich Naturkosmetik sein. 30 ml. Ich liebe ja so Vitamin C Serien. Das ähnelt sehr von La Vera, dem Vitamin C. Das kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Hat auch so die gleiche Farbe. Das werde ich sehr gerne ausprobieren und testen. Ich liebe Vitamin C momentan, nämlich von Schebens. Da gibt es diese kleinen Kapseln, die du sowieso so ein Gummi oben aufdrehst. Ich finde das immer nur so wenig. Ich klatsche mir da gerne viel ins Gesicht, auch wenn nicht viel hilft viel. Aber das ist so meine Me-Time. Deswegen freue ich mich tatsächlich über dieses Produkt. Bei der Bliss-Box ist es manchmal schwierig, Preise rauszusuchen. Wenn ihr was findet, schreibe ich es euch natürlich hin. Dann haben wir wieder Brave New Hair Shine, eine Maske. Kokosnuss und Früchteextrakte für alle Haartypen, 50 ml. Okay, werden wir testen. Ist jetzt nicht so optisch, wo ich sage, spricht mich jetzt so an, auch wenn es hell ist, aber ich sage jetzt mal, Masken teste ich eigentlich ziemlich gerne. Da wechsle ich auch öfters mal und wir haben hier, wie viel Milliliter, bis zu 50 ml. Das ist eine Probegröße, wo du wirklich mal ausprobieren kannst, oder es ist eine Größe, wo du mal ausprobieren kannst. Deswegen auch dieses werden wir gemeinsam testen. Das nächste kommt mir sehr bekannt vor. Cadalys, ich meine,
dass da viele gesagt haben, der Geruch wäre nicht so. Kann es euch nicht sagen. Das ist eine mit gelbe Banane und Shea Butter Bodylotion. Ich mag keine Bodylotion. Ich weiß, ich muss mich auch ein bisschen mehr einschmieren. Mag ich trotzdem nicht. 100 ml haben wir hier. Das geht auch mal in eine Verlosung, aber optisch finde ich das sehr schön für den Sommer. Und vielleicht ist das auch ein Geruch, wo der eine oder andere sehr gern mag. Auch das nächste Produkt ist ein Wiederholungstäter. Und zwar haben wir von Steve Laurent. Das müsste ein Lippenöl sein. Genau, ein Lippenöl. Schauen wir mal. Auch das geht weiter, weil ich habe das noch zweimal Backup. Genau, das ist so lila. Das färbt die Lippen so ein bisschen leicht rosa. Aber es ist sehr schön. Und auch das geht in eine Verlosung. Ein tolles Produkt, aber wie gesagt, ich brauche nicht so viele Sachen doppelt und dreifach, das macht keinen Sinn und dann habt ihr auch mal was davon. Das letzte Produkt ist von Matt Musky, ein Augenserum, was ich sehr gern testen werde, und zwar 30 ml. Ich habe eigentlich von Matt Musky schon einige Sachen probiert, aber noch nicht so mein Produkt gefunden. Das werden wir mal testen und auch hier werde ich, wenn ich noch ein paar Infos zu den Produkten finde, euch einfach reinschreiben. Also genau, und das war die Box. Also Matt Musky, ein Augenserum, eine Haarmaske, eine Bodylotion, ein Vitamin C-Serum und ein Öl. Was sage ich dazu? Ich finde sie gut, ich finde sie wirklich gut, freue mich, dass ich wieder dabei bin. Und das ist das Tolle, du kannst auch pausieren jederzeit, gerade wenn du vielleicht auch länger im Urlaub bist und sagst, ich brauche die Box jetzt einfach nicht, dann pausierst du da einfach und ja. Wie findet ihr die Box? Was ist euer Highlight? Seid ihr gespannt, was in die nächste Verlosung, in die 2000 Abonnenten-Verlosung kommt? Schreibt es mir das gern. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Alles Liebe, eure Heike.